Auf dem Taufstein stehen Kerzen, die Menschen anzünden, die tagsüber in unsere Kirche kommen. Und an der Gebetswand hängen Wünsche, Dank, Lob und Klage. Von einem erhörten Gebet, von Vertrauen in Gott handelt auch die biblische Geschichte, aus der unser heutiger Losungstext entnommen wurde. Es geht um Elia. Elia war Prophet und zu seiner Zeit war Ahab König in Israel. Ahab aber hörte nicht auf Gottes Wort. Er betete fremde Gottheiten an, er hielt sich nicht an Gebote und Regeln. Und Elia, der immer wieder kam und ermahnte im Auftrag Gottes Ahab und das ganze Land wieder auf den richtigen Weg bringen wollte, Elia sagte schließlich: Von nun an wird es nicht mehr regnen in diesem Land, solange bis du dich eines Besseren bekehrst. Und tatsächlich war es so, es regnete nicht mehr. Elia aber saß in der Wüste und Raben brachten ihm, was er zum Leben brauchte. Die Bäche trockneten aus. Schließlich erging das Wort Gottes zu Elia und sagte ihm: Elia, geh in die Stadt Sarepta. Dort ist eine Witwe, die wird dich versorgen. Und Elia machte sich auf und kam nach Sarepta. Und vor dem Ort traf er eine Witwe, die sammelte gerade etwas Holz auf. Elia sprach sie an und sagte: Bitte, hole mir etwas Wasser und bring mir etwas zu essen. Die Witwe sah ihn traurig an und sagte: Wasser und Essen? Ich sammle gerade etwas Holz. Davon will ich ein Feuer machen. Ich habe noch eine Handvoll Mehl und ein paar Tropfen Öl im Krug. Davon will ich meinem Sohn und mir etwas zu essen machen, die letzte Mahlzeit, bevor wir verhungern und verdursten. Elia sagte: Im Namen Gottes, hole mir zuerst einmal etwas zu essen und dann vertraue darauf, Gott wird dich nicht im Stich lassen. Und die Witwe sah ihn an und nickte und machte aus dem Mehl, das sie hatte, und aus dem Öl, das sie hatte, etwas zu essen für Elia und brachte es ihm. Und dann lud sie ihn ein zu sich nach Hause. Und es geschah tatsächlich so, wie Elia es gesagt hatte. Das Öl im Krug, das Mehl im Krug, es wurde nicht alle. Es reichte. Jeden Tag aufs Neue war etwas da. Gott versorgte sie, die, die fromm an ihm festhielten. Er gab nicht zu viel, nicht so, dass sie Vorräte anlegen konnten. Und er gab nicht zu wenig, so dass sie hungern mussten, sondern sie bekamen Tag für Tag das, was sie brauchten. Schließlich war die Hungersnot im Land vorüber. Da wurde der Sohn der Witwe krank und er starb. Ganz verzweifelt war sie, sah Elia an: Ist das der Lohn? Lass du mich mit deinem Gott in Frieden. Ich will von dir und deinem Gott nichts mehr wissen. Verbittert war sie. Elia aber sagte: Gib mir deinen Sohn. Und er nahm den Sohn, den Toten, und trug ihn ins Obergemach. Und er betete und schrie und flehte zu Gott. Da wurde der Junge wieder lebendig. Er brachte ihn zurück zu seiner Mutter. Die aber sah und sagte: Nun weiß ich, auf Gottes Wort ist wirklich Verlass. Und Elia zog, gestärkt in seinem Vertrauen zu Gott, seinen Weg. Auf ihn warteten neue Herausforderungen. Das Öl im Krug, das Mehl im Krug wurden nicht weniger, sie hörten nicht auf. Wir dürfen auch vertrauen. Vertrauen auf Gottes Zusage zu unserem Leben, dass er uns das gibt, was wir brauchen, nicht mehr und nicht weniger.
Amen. Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht, und das Wort, das wir sprechen, als Lied erklingt, dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, dann wohnt er schon in unserer Welt. Ja, dann schauen wir heut schon sein Angesicht, in der Liebe, die alles umfängt, in der Liebe, die alles umfängt. Wenn das Leid jedes Armen uns Christus zeigt und die Not, die wir lindern, zur Freude wird, dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, dann wohnt er schon in unserer Welt. Ja, dann schauen wir heut schon sein Angesicht, in der Liebe, die alles umfängt, in der Liebe, die alles umfängt. Wenn die Hand, die wir halten, uns selber hält, und das Kleid, das wir schenken, auch uns bedeckt, dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, dann wohnt er schon in unserer Welt. Ja, dann schauen wir heut schon sein Angesicht, in der Liebe, die alles umfängt, in der Liebe, die alles umfängt. Wenn der Trost, den wir geben, uns weiterträgt und der Schmerz, den wir teilen, zur Hoffnung wird, dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, dann wohnt er schon in unserer Welt. Ja, dann schauen wir heut schon sein Angesicht, in der Liebe, die alles umfängt, in der Liebe, die alles umfängt. Wenn das Leid, das wir tragen, den Weg uns weist, und der Tod, den wir sterben, vom Leben singt, dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, dann wohnt er schon in unserer Welt. Ja, dann schauen wir heut schon sein Angesicht, in der Liebe, die alles umfängt, in der Liebe, die alles umfängt. Wir beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Er schenke dir Frieden. Amen.